willkommen in unserer YouTube-Channel und ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute gibt es was sehr, sehr Besonderes, das habt ihr noch nicht gesehen, denn ich werde heute euch ein bisschen hinter der Kulisse zeigen und hinter dieser Tür ist unsere Schneiderei, also eigentlich das, wo ich so gerne drin arbeite und ja, natürlich ist da auch ein kleines Team drin und ich werde euch heute bisschen zeigen, was dahinter steckt. Komm mit. So, unser kleines kuscheliges Atelier. Das ist die Caro. Sie macht sehr viele Schnitte und sie ist sehr, sehr kreativ und sie macht so schöne Sachen. Und jetzt momentan arbeitet sie gerade an einem Kleid. Und so sieht es nämlich aus. Ich finde, das ist richtig verrückt. Ich meine, ich habe das ja auch gelernt. Ne? Ich bin ja, habe Modedesign studiert, aber sowas ist einfach mal richtige Kunst, dass daraus aus dem Papier dann ein Schnitt geschnitten wird und daraus ein Kleid wird, das ist einfach eine Kunst. Okay, die allererste Station sind Stoffe. Wir suchen die Stoffe aus und machen das Kleid daraus. Und Stoff ist für mich vom Kleid die Seele. Es ist sehr, sehr wichtig, was du für Stoffe aussuchst. Und dann entsteht natürlich das individuelle Kleid. Wie zum Beispiel hier, dieser Stoff. Voll aus Pailletten und aus dem Kleid könnte man zum Beispiel ein All-Over-Glitzer-Kleid machen. Oder es wird vielleicht nur ein kleines Teil davon benutzt und drüber nochmal extra Spitze gemacht. Ach, da gibt es so wirklich, also ich liebe Stoffe. Ich könnte Hunderttausende von Stoffen zeigen, weil es so individuell ist. Und jedes Kleid wird dadurch natürlich mit dem Stoffe auch sehr individuell. Ja, und dann kommen wir zu Station 2. Aus dem Stoff zum Beispiel machen wir einen Schnitt. Und hier kommen wir schon zu den Schnittpartei. Ja, die Caro macht jetzt gerade die Schnitte. Es ist sieht aus wie ein Puzzlechen und oder Faltkünste. Es ist sehr, sehr lustig. Man weiß nicht, was es ist, aber es wird alles beschriftet und die Caro hat alles im Blick. Sie weiß ganz genau, wohin es gehört. Und sehr, sehr wichtig ist, du musst immer die Teile richtig hinpuzzeln, damit es auch richtig gut aussieht und damit es auch richtig aussieht. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, man kann stundenlang auf dem ganzen Schnitte drauf sitzen. Wenn es nicht passt, muss man alles wieder neu machen. Und das ist wirklich eine große Kunst. Davor habe ich wirklich viel Respekt. Ich habe zwar auch Modedesign studiert, aber diese Kunst muss man nochmal richtig beherrschen. Das sind zum Beispiel unsere fertigen Schnitte, einen kleinen Teil davon. Und jeder Schnitt wird auch noch aufgeschrieben, was es für ein Kleid ist, damit wir wissen, was daraus gemacht wurde. Und vielleicht ist eins davon ja eure Traumkleid schon drin. Jetzt gehen wir zu Schritt Nummer 3, glaube ich. Auf jeden Fall müssen wir das Kleid, nachdem wir den zugeschnitten haben, nähen. Und die Hanna ist eine Künstlerin in Sachen Nähen. Sie kann so gut nähen. Jeder Nadel sitzt, jeder Schritt sitzt und das sieht einfach zum Küssen aus. Und ja, gerade fertigt sie gerade einen Oberteil. Und das ist ja auch nur ein Basisstück. Ne? Es ist sehr, sehr nackt. Wenn wir dann die Basis haben, müssen wir anfangen zu dekorieren. Und da kommen wir zu hier, mein Part. I love it. Hier zum Beispiel dieses Kleid. Ihr seht, es ist alles nackt, auch hinten unten im Rock. Und die Spitze ist ist die Seele von dem Kleid. Und wie die Spitze angeordnet wird, ist es super, super wichtig. Es kann auch ein kleines Blatt sein, die einfach 2 cm daneben sein soll. Und dann ist dieses Kleid perfekt. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen angefangen. Und hier seht ihr schon, ich finde, das hat eine sehr schöne Linie. Und natürlich seht ihr, hier ist ein bisschen nackt. Aber zum Beispiel brauchen wir nur so ein kleines Detail hier an dem Brust, dann passt das auch wieder. Dann sieht das Kleid schon wieder sehr ästhetisch aus. Ha, wobei, ich bin mir nicht so sicher, vielleicht noch ein bisschen nach unten. Ach so, ich finde mich schon viel besser. Diese ganze Spitze werden per Hand rausgeschnitten, also so, dass es direkt an der Kante entlang aufhört, damit hier diese ganzen Tüllschicht nicht hier rumsteht und rumfliegt,
sondern dass es alles schön flach und glatt auf dem Kleid liegt, damit es alles perfekt wird. Ihr denkt vielleicht, okay, damit ist dieser Schritt dann fertig getan, wenn wir jetzt die ganzen Positionen von der Spitze angeordnet haben. Nein, da kommt ja noch ein Schritt, denn wir müssen diese Spitze per Hand annähen. Und das ist natürlich Handarbeit und das ganze Prozess dauert auch natürlich. Und natürlich, wenn das Ganze alles sitzt und wir das perfekte Kleid schon alles ziemlich am Ende fertig genäht haben, dann kommt noch einmal richtiger Check auf der Puppe und nochmal ein Model-Fitting, damit wir auch wirklich an einer Person sehen, ob das Kleid auch alles sitzt. Und ja, das sind so mehrere Prozesse, was bei einem Brautkleid angeht, aber die sind alle super notwendig. Und jeder einzelne Prozess ist mit Herzblut. Und damit ihr euren perfekten Kleid habt und damit ihr happy seid an eurem perfekten Tag. Und das ist genau das, was ich euch vermitteln möchte und genau das, wofür ich lebe und was ich liebe. Allererste Schritte ist es der Stoff. Ich sag, der Stoff ist unsere Seele des Kleides. Und zum Beispiel bei diesem Stoff kann ich mir richtig gut vorstellen, ein Kleid zu nähen, das All-Over-Spitze hat. Und daran muss ich dann mich orientieren und inspirieren lassen. Und dann werde ich ein bisschen das visualisieren auf einem Blatt Papier. Das ist so ein bisschen romantisch und aber trotzdem sehr extravagant. Und da überlegen wir uns einen schönen Namen. Vielleicht könnt ihr mir sagen, was dieses Kleid mit der Spitze, zeige ich euch ein bisschen besser, mit der Spitze heißen könnte. Und das war jetzt ein kleiner Einblick in unsere Schneiderei mit unseren Mädels hier. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr davon sehen möchtet, unbedingt kommentieren und ein Like hinterlassen. Und ich freue mich auf das nächste Video.